Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Der vierte auswärts zu Gast beim dritten. Und vorher kurz noch in die Nachrichten reingucken. Teuch hat es ausgeliehen. 2 Jahre. 3 Monate, natürlich. Ah, na super. Das ist natürlich super toll, wenn mal der Stabilisator plötzlich hinten flach fällt. Das heißt, Piri wird auf jeden Fall jetzt erstmal. Ne, RMB darf heute. Darf sich als. Ich habe gesagt, ja, Teuchert geht auf jeden Fall erstmal zu. Geht auf jeden Fall erstmal raus, weg. Der geht jetzt nach. Zur Transferperiode. Okay, nach Nizza. So, wir haben jetzt Oktober, das heißt in 4 Monaten. Naja, 2 Monaten, Quatsch. Also, erster so rum. Gut, gehen wir rein. Jetzt in die Richtung Match. Oder geht ihr jetzt schon sofort? 2 Jahre nach Nizza. Nach der Saison geht auch, kommt auch einer unserer Abwehrspieler zurück mit Magala. Der ja dann in Eindhoven war. So. Kann so ein paar Sachen möchte Kleefisch haben. Könnte er gerne für 2 Jahre ausleihen, aber nicht fertig kaufen. So, RB, auswärts. Letzte Saison 6:0. Danach geht's. Oh, danach kommt schon Neapel. So, Kanzo Pasa hat die angenommen. Die für den Vorschlag. Wir nehmen ihn quasi das Angebot an. Er wechselt also für 2 Jahre in die Türkei. Und wir spielen heute bei RB Leipzig und dürfen in der nächsten Partie dann gegen Neapel vielleicht gegen Platz 2 kämpfen. So. Gut, Training brauchen wir nicht vor dem Spiel. Wir machen einfach weiter direkt. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Hallo und willkommen aus der Red Bull Arena. Liebe Zuschauer, hier regnet es zwar leider, aber wir begrüßen Sie dennoch herzlich zu diesem Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Also, wie gesagt, letzte Saison 6:0 Auswärtssieg. Nicht mehr was, sondern das ist 2:0. Und heute wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. Wieder oben ranzuhängen. Sollten wir heute verlieren, wird es enger. Dann sind die ersten 3 erstmal weg. Ein ganz, ganz wichtiges Match vor Neapel, einem auch wichtigen. Also jedes Match ist irgendwo wichtig, um dran zu bleiben. So, auf geht's. Wir wollen heute den roten Bullen wehtun. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig.
Zumindest, sofern das irgendwie möglich ist. Ah, das ist Arthur Cabral. Und Heizung Leipzig. Zumindest haben sie schon mal erst ein Tor gemacht. Das haben wir nämlich in der Saison schon nicht hinbekommen. Haben sie mich 0-8 da die Tor. Und jetzt kann er hier einfach durchmarschieren. HRMB. Lass ich die 4. Und Norbert ohne Chance. 1-0 Leipzig. Nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, plötzlich nach 2 Minuten schon der Rückstand. Lehmer, kommst du gleich durch? Leute, was ist denn das? Das klingt dann, das klingt so ein bisschen wie uns in der letzten Saison, wo dann alles funktioniert und der Gegner plötzlich. Die Ecke kommt rein. Sie ziehen davon unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit boah, neunte, 0-2. Aber. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann ist er stark. Unfassbar. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Viel zu einfach gegen Schirmert. Und nach 9 Minuten, da haben wir nämlich damals haben wir nach 8, glaube ich, meines Wissens geführt. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt muss es was einfallen, wenn du hier nicht komplett untergehen möchtest. Hussein Aouar. Dani Olmo. Olmo. Das ist Mount. Da kommt der Pass. Mit seinem Arembi. Jetzt ein bisschen besser die Ecke verteidigen und dann nicht, dass man nach nicht mal 15 Minuten, etwas mehr als 15 Minuten 0-3 liegt. Und es gibt Handelfmeter für Leipzig. Also RMB, der ist überfordert hoch 10 gerade. Ja, der ist so gnadenlos überfordert da hinten drin. Das Experiment hat überhaupt nicht, wird überhaupt nicht funktionieren. Dafür wird es jetzt den Doppelweg, den Wechsel schon geben auf Perry. Nach 16 Minuten, 17 Minuten. Wenn das das 2-0 wird, hat er da, 3-0 wird, dann hat er den zweiten Treffer verursacht. Hat er nicht! Noppert hält! Und hält man uns noch, hält uns auch vielleicht ein bisschen im Spiel. Aber deswegen der Wechsel auf. Vor dem Spiel einige Diskussionen um ihn. Denn er spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Das sind natürlich immer besondere Spiele. Ja, da geht man mit gemischten Gefühlen in das Spiel. Fans, die er kennt, Gegner, die er gut kennt. Aber am Ende muss ein Profi und kann ein Profi das ausblenden. Das zählt der aktuelle Club. Das weiß der Coach und deshalb spielt er auch. Da pfeift der Freistoß. Er pfeift für uns den Freistoß. Rüber. Sterner. Und die Gelegenheit. Ja, schön geklärt. Das war die Gefahr bereinigt. Wichtige Aktion. Sie können kontern. Glück gehabt, zweimal Perry, der das gut macht. Und plötzlich ist wieder ein bisschen Stabilität in der Verteidigung hinten drin bei uns. Gute Aktion. Aber da kommt Lehmar, verliert. Einwurf Leipzig. Lehmar. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann. Gut, muss ich sagen, dass eine Dinger Schirmert verursacht. Denn. Kopfballtreffer nach der Ecke. Viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Mal das ja gegen. Mit einem Einwurf. Gegen Sterner. Und der Mal das ja hat's wieder. Cabral. Gute Aktion jetzt. Noppert. Den Ball entschärft er ganz locker.
Wenn du willst, irgendwas hier noch mitnehmen. Im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für wieder Bayern mal's, ja. München. Der Torschütze war Sadio Mané. Das war ein richtig schönes Dribbling-Tor. Da hat er sein gesamtes Können ausgespielt. Neuer Spielstand. Ja! Tja, das kann er. Das ist schon überragend. Da haben wir es wieder erlebt. Was für ein Treffer. Yes! So, plötzlich sind wir wieder drin. Wir blicken auf die Wiederholung. Da ist die Flanke. Sterner vorbei. Hamalasia, keine Chance für den Verteidiger diesmal. Und für den Keeper hier nicht. Das lässt er sich natürlich nicht entgehen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Vielleicht gut gelöst da gegen seinen Ex-Club. Jetzt gibt's doch mal eine gelbe für Leipzig. Und bitte jetzt nicht der nächste Verletzte. Der Torschütze liegt. So, das muss Minimum gelb geben. Das gibt es auch. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich aber, auch so. Ja, absolut, ja, ja. Absolut richtige Entscheidung. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Vielleicht der Ausgleich. Ja! Ausgleich, Wahnsinn! 2:2! Das hätte man niemals für möglich gehalten. Später dieses Tor. Unglaublich. Und der nächste Ex-Leipziger plötzlich mit einem Tor. 2:2, kurz vor der Pause. Man hat dort umgestellt. Man hat den komplett überfordert nach EMB runtergenommen nach 16 Minuten und plötzlich steht die Defensive wieder besser. Und dann hat man die zweite gute Chance genutzt. Erstes Saisontor. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Yes. Schlusspfiff in diesem ersten Durchgang. Leipzig hat noch einiges vor sich. Es steht unentschieden. Ich glaube nicht, dass die mit diesem Remis zur Pause zufrieden sind. Ihre Tore haben sie ja gemacht. Die Offensive passt. Aber so, Dortmund-Wolfsburg 0-1. Bayern-Mainz 1-0. Und wir stehen hier in Leipzig mit Unentschieden. Und damit läuft die Bayern lachen sich momentan das Fäustchen. Weil wenn sie hier das Ding, wenn das so alles ausgeht, haben die nämlich Riesenpunkt. So, Schiri, der hat schon... So, er sagt... Aktion, aber kein Geld. Er weiß natürlich auch, wenn er... Schellero provoziert einen Freistoß für den Gegner. In diesem Augenblick vorbei. Kurz gespielt. Schömert. Flanke kommt auf ja, den kurzen Posten. Gut. Oh, misslungene Befreiung hier. Jetzt Aubameyang. Chance zur Führung. Aubameyang! Ohne große Mühe. Und plötzlich hat man die Führung auf der Fuß. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den VfL Wolfsburg. Schütze des Tor. Und Aubameyang! Tor! Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd! Nach 9 Minuten lag man sowas von aussichtslos, 0:2, war gnadenlos überfordert. Und plötzlich, nach nicht mal einer Stunde, führt man in Leipzig mit 3:2. Exzellenter Alleingang, setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Leipzig ist in Rückstand geraten, klar, kann ihnen nicht gefallen. Da sind uns die aktuellen Ereignisse dazwischen gekommen. Das bitte ich zu entschuldigen. So. Es gibt also einen Treffer für den VfL. Also, ja, okay, er geht auf Olmo und sagt, der bitte nicht so. Falls er nämlich das Voll von der Aua ist, der nämlich mit Gelbrot vom Platz. Sehen, sonst gibt's Gelb demnächst. Schade. Ja, schade. Kommt erstmal nicht vorbei, aber im zweiten Versuch. Und das zahlt sich in dieser Szene aus. Weiter gefährlich. Und Gulaschi verhindert eine ganz, ganz gefährliche Situation von Jonas Sterner. Er passt gut auf und hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Napoli aus einem Heimspiel. Elix, gut gelöst da. Schön gemacht. Fischer. Der Angriff könnte was werden. Zu früh losgelaufen ist abseits.
Also die Leipziger fangen jetzt an zu treten, bisher. Das ist jetzt nicht die erste Situation. Und Novoa! Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Gefahr erstmal bereinigt. Man hat jetzt die Riesenchance hier auf 4:2 zu stellen. Alaba. Baku. Hussein Aouar. Aouar. Er steht erstmal ein Fehlpass so den Passweg zu vom Franzosen. Der aber irgendwer, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Und dann verliert er doch den Ball. Mach jetzt selber. Hussein Aouar. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Aouar. Baku ist es übrigens. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Cabral. Olmo. Könnte der Ausgleich werden. 3-3. Und alles zurück auf Anfang. Viel zu einfach, um sich da durchzukombinieren. Das war eigentlich nicht so gefährlich. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Im Spiel von Mainz ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier das Baku auf jeden Fall mit dem Tor. Mainz 05. Schütze des Tors ist Jorginho Wijnaldum. Das war ein schöner Kopfball. Und der Torwart, ja, der hat da... Jetzt! Jetzt haben sie es! Engel 4:3! Müsste es das eigentlich sein. Yes! So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. So, jetzt können wir anfangen, so ein bisschen zu wechseln. Beide Stürmer haben getroffen. Und, ja. Gehe davon aus, dass Aremi definitiv so schnell nicht mehr spielen wird. Zumindest nicht im nächsten Spiel. So, jetzt wechseln wir ein bisschen durch. Das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Wechsel bei RB Leipzig. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Mit Auge. Olmo. Mein lieber Schwab, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber hat man ja schon mal heute. Den hat Nopat gehalten. Ecke kommt in die Mitte. Super Kopfball, aber gehalten. Kann das hier reichen zum Auswärtssieg bei RB? Wie gesagt, noch 10 Minuten. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach. Der war sah das gnadenlos anders aus. Man hätte auch nach einer Viertelstunde mit 0-3 hinten liegen können. Und jetzt hat er. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Sie können kontern. Aber dann ist der Ball zu weg. Einfach. Also nichts aus dieser Szene. Die Malasia. Offen auf den späten Ausgang. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Sehr schön. Jan Fiete ab. Guter Pass jetzt. Ab. Rote. Gulaschi, Pfeife ab, Schiri. Yes! Leipzig hat dieses Spiel also verloren. Sie hatten hier die Favoritenrolle, aber das war einfach nicht ihr Spiel. Das war eine schwache Leistung heute. Tja, sie waren heute schlicht und ergreifend das schwächere Team. Und so eine Leistung kannst du dir nicht erlauben. So.
Egal, wir haben 6 Chancen gehabt, nutzen die Dinger. Bayern hat gewonnen, Dortmund hat sogar verloren. Das heißt, wir haben diesen Sieg, sowas von einem Big Point gemacht. Wir sind dran am Platz 2 vielleicht. Da können wir nochmal drauf gucken. So, Napoli wäre wichtig, wenn wir die gewinnen. Wenn man Fenerbahce gegen Real verliert und wir gewinnen dann gegen Napoli, dann sind wir 5 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Auf Platz 3. So, gucken wir kurz mal in der Bundesliga auf die Tabelle. Wir müssten einen Riesenschritt gemacht haben. Wir sind nämlich Zweiter. Wir sind nämlich nur ein Punkt in der Bayern. Deswegen war dieser Sieg ganz, ganz wichtig. Eigentlich hätte das nämlich auch so ausgehen können, dass wir das Ding auch so verlieren. Nächster Gegner wäre dann übrigens in der Liga Freiburg. Die sind momentan auf Platz 13. Naja, jetzt haben wir erstmal Neapel und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Bis dahin, ciao.